So, herzlich willkommen. Bei uns sitzt der Micha Rein von In Extremo, der Gründer und der Sänger von In Extremo. Micha, das zweite Wochenende liegt vor euch mit den Onkels und deren Fans hier. Vielleicht kannst du uns so eine kurze Retro geben im Vergleich zum letzten Wochenende. Wie habt ihr das erlebt? Was gab es so an Vorkommnissen? Was war positiv, vielleicht nicht so positiv? Wie waren eure Eindrücke? Also letzte Woche, ich meine, das war schon fett. Das ist schon klasse. Ne? Wir haben, gehst du oben auf der Bühne, hast mal einen Soundcheck gemacht. Das fand ich sehr gut. Da stand die ganze Security unten beim Soundcheck und hat applaudiert. Das fand ich total klasse. Okay. Man kennt die auch so durch die ganzen Hallen, wo man so rumspielt. Ja. Kennt man natürlich die einen oder anderen. Ja. Das Konzert selber Freitag, ich fand das großartig. Ich weiß, dass Samstag war es, fand ich noch besser. Mhm. Ich weiß, dass jede Band, die Onkel supportet, hat es immer schwer. Mhm. Ich glaube, In Extremo ist da wirklich eine Ausnahme. Mhm. Warum? Weil die Leute kennen uns und es war total positiv für uns. Die Aftershow-Partys waren auch legendär, sage ich dazu. Und ansonsten bin ich gestern Abend wieder gekommen, so wie letzte Woche auch, und hatte das Gefühl, so immer wieder grüßt das Murmeltier. Ja. Als ob ich gestern hier gewesen wäre. Es ist irgendwie so, ja, die also, ging schnell rum, ob nichts passiert ist. Ja. Für uns war es sowieso, wir sind ja dann am Samstagnacht noch nach Frankreich gefahren. Wir haben auf dem Hellfest noch gespielt. Mhm. Ja, dann waren wir dann Montag Mitternacht zu Hause. Ja klar, dann schläfst du zwei Tage und fährst du wieder los. Das war, ging ganz schnell. Ja. Inwieweit habt ihr auch die Fanreaktion verfolgt auf den sozialen Medien, Facebook? Wie haben vor allen Dingen auch eure Fans reagiert, dass ihr wieder hier in diesem Jahr Support seid? Also so am Anfang, also ich muss dazu sagen, damals auf dem Lausitzring, was jetzt auch 10 Jahre her ist, da gab es ganz schön Prüge. Wie könnt ihr das spielen? Da gab es auch Worte, wie könnt ihr mit den Nazis spielen und so ein Schwachsinn alles. Und dieses Jahr, also jetzt die ganzen Einträge, bevor, als wir das bekannt gegeben haben, war eigentlich total positiv. Also 99% waren wirklich positiv. Ey Jungs, alles gut, wünschen euch viel Spaß. Das 1% hast du immer, die ewigen Nörgler irgendwie, die sich auch nicht beschäftigen. Ich meine, ich sag dazu, ich komme so aus der alten DDR-linken Szene. Und ich würde mich nicht mit Rechtsgesinnten oder mit irgendwelchen anders denkenden Leuten auf eine Bühne stellen. Und es stellt sich für mich überhaupt nicht die Frage. Ich finde das einfach albern. Und ja. Du sagst es schon, ihr wart 2005 schon mal Support. Wie ist denn so die Verbindung Onkels In Extremo entstanden? Also damals haben wir uns eigentlich gar nicht gesehen. Okay. Ich habe nur den Kevin kurz gesehen. Und der konnte sich übrigens an alles, das ganze Gespräch noch erinnern. Ich habe erst letzte Woche mit ihm darüber gesprochen. Da habe ich echt gedacht, das gibt's ja gar nicht. Der wusste alles noch komplett. Ja, dann, aber die Verbindung ist so, man kannte sich immer, man hat sich mal gesehen, mal guten Tag gesagt, so wie es so ist. Ja. Und Stefan habe ich kennengelernt auf dem Wacken Open Air. Okay. Das war 11 oder 12, richtig. Mhm. Das war so, wir haben es gesehen, ach, endlich treffen wir uns mal, so nach dem Motto. Mhm. Und wir haben eigentlich einen schönen Nachmittag verbracht, schönen Spaß gehabt. Ein bisschen geschwatzt, und es hat sich dann einfach so... Hat sich so ergeben, und so ist es einfach auch eine freundschaftliche Beziehung daraus entstanden. Ja. Absolut, ja. Ja. Und Stefan hat mich angerufen, ich weiß noch, wir waren im Bus. Habt ihr denn Lust mitzuspielen? Oder eine SMS, ich weiß gar nicht mehr, war viel Alkohol, glaube ich, im Spiel. Und sag ich, oh, da habe ich dann nur die Jungs gefragt, wie sieht's aus? Und die haben gesagt, ja. Dann habe ich nur zurückgesagt, ja, alles gut. Ja. So ist es eigentlich entstanden. Ja. Ja. Jetzt seid ihr eine Band, die im Vergleich zu den Onkels international viel touren. Ich habe viel auch Russland-Konzerte spielen, habe viele Fotos von euch gesehen. Ihr habt auch in Polen bei Woodstock gespielt, wo nochmal 650.000 Menschen sind, also nochmal ein anderer Schlag. Knaller. Ja. Das Größte, was wir gespielt haben. Inwieweit unterscheiden sich diese Konzerte auch von dem nochmal, mit der großen Bühne? Was ist da anders? Oder gibt es da überhaupt einen Unterschied? Festival ist natürlich, wenn wir unsere eigenen Clubshows machen oder die Hallentouren, ist natürlich was anderes. Du spielst dann 3.000, 4.000 Hallen oder und Festivals eben, sag ich mal, vom Wacken, Summer Breeze, alles was es so gibt an Rock am Ring und so. Das ist natürlich ein Festival. Ne? Es ist auch Festivalcharakter, nur mit dem Unterschied, dass es eben die Leute kommen absolut nur wie den bösen Onkels her. Ne? Und das ist natürlich, ich glaube, es gibt keine deutsche Band, die das schaffen würde, sagen wir mal 4 Tage irgendwie pro Abend 100.000 zu ziehen. Das ist, ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es mir nicht erklären. Wahrscheinlich eine Religion oder so, keine Ahnung. Aber der Unterschied ist eigentlich nicht, dass die Bühne ist natürlich so groß. Die ist mir schon wieder fast zu groß. Ja. Aber es sieht natürlich, wenn du oben, ich war letzte Woche mal kurz in der VIP-Lounge oben gesessen, das sieht gigantisch aus, auch vom Weiten. Das ist schon. Und wenn du sowas machst, einmal im Jahr spielst, irgendwie machst du ein Event, dann willst du natürlich einen draufsetzen. Ich kann die Onkel so komplett verstehen, dann sage ich mal, sich weit aus dem Fenster zu lehnen und einfach zu sagen, klar, jetzt setzen wir da einen drauf. Das ist normal. Ja. Wie lange hat es für euch gedauert, sich darauf vorzubereiten? Gibt es da Unterschiede, ob ihr nun Support seid oder ob ihr Headliner seid?
Das ist ein Unterschied, weil wenn wir Headliner sind, dann spielen wir abends um 10, beim Support hier abends um 6. Ja, ja. Stimmt, das ist ein Unterschied. Wir spielen natürlich lieber im Dunkeln, klar, aber das ist jetzt im Juni sowieso kaum machbar, weil es sind meistens bis um 10 Uhr abends hell. Ja. Aber wie vorbereiten? Ich meine, klar, wir kennen es vor vielen Leuten zu spielen, aber dann beim ersten Abend auf die Bühne, da war ich ganz schön nervös. Ich habe hab auch 2-3 Lieder gebraucht, um reinzukommen. Okay. Und beim zweiten Abend war ich beim ersten Lied da. Ja. Ja. Aber ich glaube, das ging den Onkels auch so. Also der Freitag war auch von Nervosität geprägt, ja. Auch Samstag. Ich hab zufälligerweise mit oben gestanden, als bevor sie auf der Bühne sind. So haben wir so noch mal so ein bisschen angelächelt. Das kannst du in den Gesichtern einfach sehen. Es ist aber, wenn das nicht so wäre, dann sollst du zu Hause bleiben. Ja. 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 Jetzt habt ihr in diesem Jahr euer 20-jähriges Bandjubiläum. Da gibt es ein großes Festival auf der Loreley. Ich kann mir vorstellen, dass viele Fans ganz interessiert sind und vielleicht auch in der Loreley vorbeisehen. Was erwartet die Leute dort? Das wird ein großes Event. Also es ist natürlich angefangen tut er am Donnerstag schon mit einer Schiffsfahrt. Mhm. Die ist leider ausverkauft. Okay. Dort spielen wir eine Dreiviertelstunde in Akkus. Es geht los, wir fahren so 5 Stunden auf dem Rhein lang mit einem Schiff mit 1000 Fans. Und wir spielen dort eine Dreiviertelstunde Akustikkonzert. Mhm. Dann spielt noch Rummelsnuff, der macht so rumänisch-bulgarische Seemannslieder. Total durchgeknallter, aber Typ eben. Yeah. Dann so Animateure, das wird ein schöner Abend. Das sind eigentlich so die engsten Fans. Yeah. Du kannst dann auch nicht flüchten. Also, du bist eben dort. Du bist auf dem Wasser, ja. Ja, und dann geht's hoch auf die Loreley. Und da spielen wir Donnerstag, Freitag, Samstag. Da spielen ganz viele Bands mit. Ich sehe mal so ein bisschen auf die. Auf Fene Land ist eine israelische Band. Mantra aus Kroatien spielt mit. Die Krups, Eisbrecher, Schandmaul, Korpi Klani, Chor, dritte Wahl und so was. Also total, cool, okay. Total gemischt. Mhm. Ne? Und wir wollen dem Publikum was bieten. So, das geht dann immer am Mittag ab 4, denke ich mal, los. Mhm. Oder 3. Ja, und dann sind aber abends noch legendäre Aftershow-Partys. Und zwar eine Nacht spielt der Mambo-Kord im Zelt. Mhm. Und die andere Nacht haben uns was richtig einfallen lassen, gibt es eine mittelalterliche Wrestling-Show. Okay, davon musst du ein bisschen mehr erzählen. Das gab es noch nie. Diese Wrestling-Show kennst du ja. Wir kennen der Carlos, der macht das. Der hat da richtig so einen Mexikaner am Start. Eine richtige Band dahinter. Und ich habe gesagt, du, wir müssen das mal so auf Mittelalter machen. Ja. Das mache ich. Und da fummeln die jetzt schon rum. Wir sollen uns überraschen lassen. Wir haben es selber noch nicht gesehen. Ja. Und wie ich aber Carlos kenne, das ist ein positiv durchgeknallter. Ja. Ich glaube, der macht da so alles mit Sackstoff oder was, ich keine Ahnung. Aha. Und es gibt auch noch einen riesengroßen Mittelaltermarkt am Eingang. Mhm. Das wird ein großes, fettes Event. Ja. Gibt es da noch Karten? Es gibt noch Karten, aber nicht mehr lang. Okay. Das ist voll. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, wann das ist, weil vielleicht hat der ein oder andere noch mal Interesse. Das ist am 4. und 5. September auf der Loreley. Okay, und Tickets über? Gibt es bei uns, unserem Shop, Stereo-Propaganda oder Headline. Mhm. Und, aber einfach mal im Internet gucken. Ich bin da auch nicht so firm. Mhm. Also ich brauche mir ja keinen zu kaufen. Okay, Michael, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielleicht die letzten Worte sollen dir gehören. Mir sollen die letzten Worte gehören. Ach Mensch, Jungs, vertragt euch alle. Macht euch ein schönes Wochenende mit den Onkels und mit uns. Ja. Und ansonsten viel Spaß auf der flachen Erdscheibe. Wir wünschen euch viel Erfolg heute und morgen. Ja, danke dir.